Hallo? Ja, Entschuldigung. Mein Name ist Ruth Wolf. Ich bin Ärztin. Wen brauche ich, wenn jemand gestorben ist? Auf Zimmer 1 liegt eine Patientin. 14 Jahre Sepsis. Mit den Antibiotika lässt sich die Infektion nicht mehr lokal begrenzen. Sie könnte also innerhalb der nächsten Stunde sterben. Sie kann nicht geheilt werden. Sie aber sagen mir, sie darf die Sterbesakramente nicht empfangen. Mein Name steht über Ihrem Bett. Gehen Sie mir aus dem Weg! Ich weiß nicht, wer zum Teufel Sie sind. Und ich weigere mich, bei diesem Affentheater weiter mitzumachen. Ich werde Sie auf keinen Fall in die Nähe dieses Kindes lassen. Wenn diese Petition zu einer Untersuchung führt, dann wird man Ruth für unschuldig befinden. Sie war mein kleines Mädchen! Sind Sie Atheistin? Nein, ich bin Ärztin. Haben Sie diese Abtreibung vorgenommen? Ich darf mit Ihnen nicht über Einzelheiten der Behandlung einer Patientin sprechen. Hätten Sie genauso gehandelt, wenn der Priester weiß gewesen wäre? Wie wählen Sie Ihre Ärztinnen und Ärzte aus? Nach der Fähigkeit, Ihre Aufgaben zu erfüllen. Also spielt Religion keine bewusste Rolle bei der Frage, wer bei Ihnen arbeiten darf? Wenn wir zulassen, dass Biografie ins Spiel kommt, wenn unsere Identitäten, die Identitäten von Ärzten, wichtig werden, dann müssen wir uns im Klaren darüber sein, was das bedeutet. Ich bin Ärztin. Aber Sie sind doch auch ein Mensch. Ich glaube, ich bin mehr Ärztin.